Hallo ihr Lieben, es geht weiter mit Anno 1800, mit unserem Live-Let's Play mit WB, eurem YouTuber, eurem Streamer, der fast nie irgendeinen Fehler macht, weder bei seinen Streams noch bei den Aufzeichnungen auf YouTube. An meiner Seite ist Ivy. Hallo Ivy. Hallo ihr Hübschen. Falls euch bei der Aufzeichnung auf YouTube die ein oder andere Minute fehlt, es sind nicht viele, dann deshalb, weil mir gerade eine kleine Panne passiert ist, über die wir jetzt aber nicht reden. Falls ihr sie wissen wollt, müsst ihr demnächst selber kommen bei den Streams, euch die angucken. Die Aufzeichnungen sind klinisch bereinigt, da liefere ich ein wunderhübsches Bild von mir und mache keine Fehler. Liebe Grüße an alle auf YouTube und auf Twitch, die live dabei sind. Am 22. Mai, was ihr seht, ist der Besucher Kai und da kommen sie schon. Seht ihr sie? Da kommen unsere ersten Besucher aus der ganzen großen weiten Welt. Die wollen zu unserem Museum hinlaufen. Ganz klein, ich glaube, ich mische mich mal mit meiner Ego-Perspektiven-Kamera unter die Menge. Schaut mal, da kommen sie. Welcome zu den Touristen aus der großen weiten Welt. Herren mit hohen Hüten, Damen mit flachen. Alle ein bisschen moppelig, so wenn ich ganz ehrlich bin und mal so genau hingucke. Das sind Leute, die haben gut Geld. Kleine Kinderchen auf Holzsteckenpferden, die ja rauf und runter hüpfen und hopsen und auch mit dabei sein wollen im Museum. Sollen wir die mal begleiten? Wo kommen da viele Leute an? Das sind unfassbar viele. Ein Fotograf auch, der seine Dienste anbietet. Komisch, wie traurig der guckt. Verstehe ich gar nicht. Ich finde es schön, dass sie durch Dächer laufen können. Ja. Er macht ein Foto der Menschen. Hier können die Leute durchlaufen. Schaut mal. Komme ich ja auch durch, ja? Grüß Gott, herzlich willkommen hier. Da hinten laufen sie rum. Wir folgen ihnen mal. Wohin begeben sie sich denn? Das ist der Ausgang. Ja. Aber da hinten geht's zum Museum. Wir laufen viel zu wenig Leute zum Museum. Schaut mal. Mir scheint, das sind nur die Einheimischen. Rennen die Besucher erstmal ins Stadtzentrum rein, bevor sie zum Museum laufen? Kann das sein, Ivy? Weißt du sowas? Das liegt daran, dass es einfach nur so programmiert ist, dass sie irgendwo hinlaufen. Das ist nicht so programmiert, dass sie wirklich da hingehen, sondern halt einfach sich verteilen. Immer also die gleichen. Ich würde echt erwarten, die würden. Wozu baue ich den Leuten so ein wunderhübsches Museum und besorge ihnen Artefakte aus der großen weiten Welt, wenn sie stattdessen wohin laufen? Wenn du jetzt zum Museum gehst, werden da welche sein. Auch wenn sie da nicht programmiert hinlaufen, ja. Das heißt, wir verfolgen, wie die Leute hier hingehen. Und wenn die in der Stadt angekommen sind oder irgendwo sind, dann werden die, lösen sich in Luft auf und entstehen stattdessen im Museum. Teilweise ja. Das macht wird einfach nicht dargestellt. Das klingt ein bisschen gruselig. Ist es auch. Es wird halt einfach nicht dargestellt. Weil den Modus gibt es ja auch nicht. Nein, den Ego-Modus gibt es nicht. Den zeigen wir auch gar nicht. Was ihr im Bild seht, ist ein Traum. Ein Traum, den ihr im Kopf habt. Ein Wunschtraum. Ihr stellt euch vor, wenn ich Anno 1800 spielen würde, da hätte ich gerne so eine coole Ego-Ansicht. Deshalb erlebt ihr die vor eurem inneren Auge. Und ich wiederum zapfe eure inneren Augen an und spiegele die dann wieder auf YouTube und auf Twitch. Das ist ein ganz raffiniertes technisches Verfahren. Das hat Ivy für euch entwickelt. Toll, dass du das so hinbekommen hast, Ivy. Ja, klar, kein Problem. Ich bin sehr beeindruckt. Das ist fast schon Nobelpreiswürdig. Also falls ihr euch demnächst fragt, wenn demnächst in Stockholm wieder die Nobelpreis vergeben werden, mein persönlicher Vorschlag für einen Nobelpreis für Physik und für Entertainment, das wäre tatsächlich Ivy. Weil ich finde, wir sollten alle Ivy nominieren für dieses Wunder modernster Einbildungskraft, das sie hier erstellt hat. Sehr beeindruckend. Wir gehen auch mal gucken, ob sie recht hat damit, dass im Museum Menschen entstehen. Einfach nur so. Obwohl die da gar nicht hinlatschen. Das ist unser Museum. Schaut mal hier hinten. Wir gehen mal über die Straße hier rein. So. Hallo, da ist der Zeitungsstand. Hallo, bitte einmal den Bullstädter Anzeiger. Ich will mal gucken, was dieser Zeitungsfritze da über uns geschrieben hat. Nur gute Nachrichten, wer hätte das gedacht? Scheint ihm irgendjemand diktiert zu haben. Hier laufen die Leute rauf. Die Treppenstufe empor. Kommen wir da durch? Durch die Treppen nicht, aber wir können. Kommen wir durch die Treppen mittlerweile? Das ja, ich komme. Wir kommen durch. Auf der anderen Seite. Wohl. Achtung! Ich habe Angst, da runterzufallen. Das ist ein bisschen gruselig. Echt, mir wird gerade jetzt ungelogen, mir wird ein bisschen schwindelig. Oh Gott. Oh Gott, wie furchtbar.
Das ist ja wie im Europapark. So, hier können wir auf jeden Fall runterklettern. Holla, wie? Wir können jetzt nicht. Ich habe das gelesen. Ich werde dazu nachher auch was sagen. Das ist ein Bug und da werde ich nachher was zu sagen. In der Pause. Wir laufen durch unser Museum durch, kommen aber leider nicht in die Ausstellungshallen rein, denke ich mal. Wir versuchen es mal. Nee, leider nicht. Ich bin noch nie in die Häuser reingekommen, auch beim Zoo nicht. Da bin ich immer nur an die Gehege rangekommen. Hallo, werte Dame. Wenn die sich bückt, hat die sogar... Ich glaube, das ist gar kein Mensch. Das ist irgendwie ein Roboter von einer fremden Welt. Wenn die sich nach vorne bückt, hat hier ein Drahtgestell statt eines Kopfes. Das ist alles total gruselig. Hallo, werte Frau. Wo sind hier Ausstellungsstücke? Ich sehe nur Gras. Was macht der kleine Junge denn da? Ich glaube, der ist wahnsinnig geworden. Die Frau da hinten klatscht vor sich hin. Der trampelt auf der Stelle, lächelt grenzdebil vor sich hin und reitet dann aus seinem Holzsteckenpferd wieder weg. Ganz im Ernst, diese Besucher, diese Touristen, die wir bekommen haben, die machen mir ein bisschen Schiss. Ich weiß nicht, ob wir uns solche Verrückten, sind das Außerirdische oder sind das außergewöhnlich bekloppt und bescheuert aus aller Welt, die wir hier bekommen haben? Ganz seltsame Gestalten. Das ist das Einzige, was mich wirklich entspannt. Das ist der Anblick hier der kleinen Parks, die wir drumherum gebaut haben. Der Springbrunnen hier, allerliebst anzusehen. Oh, der spritzt richtig rüber. Ich werde nass dazu. Ich bekomme die volle Dosis H2O hier ab. Da, ich brauche ein Handtuch. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich gehe mal ein Stückchen wieder weg. Das ist mir ein bisschen zu viel des Guten. Echt, ich bin nass geworden. Seht ihr das auf meiner Stirn glänzen? Das ist von einem Springbrunnen das Wasser. Das sind so die Risiken des Let's Players. Wenn manchmal die Immersion zu tief wird. Hier sitzen wieder vier Herrschaften in diesem kleinen Pavillon. Das ist interessant. Zwei Zwillingsschwestern, die mit zwei Zwillingsbrüdern hier sitzen und sich unterhalten. Zufälle gibt es im Leben. Zwillinge ziehen sich an, ne? Ganz genau. Schwebende Bronzefiguren, die hier auch noch rumbauer laufen. Ich glaube, das ist Diana und das da hinten ist Artemis, die Göttin der Jagd in der griechischen bzw. der römischen Antike, auch Zwillingsschwestern aller Orten. Da vorne ist wieder ein... Hallo, kleines Mädchen. Sie spielt auch, aber nicht Computerspiele, sondern mit Holzreifen, was auch pädagogisch zweifelsohne deutlich wertvoller ist. Ich traue mich mal hier hochzulaufen. Wir gucken mal, was für Absonderlichkeiten uns hier erwarten. Halbe Ärmchen. Hier werden die Arme von Männern ausgestellt. Andere Menschen verschwinden hier drin und können durch die Wand laufen. Ich habe Angst. Jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite angekommen. Ist das das Jenseits? Die Leute bejubeln sich wieder, ein Mann in gestreifter Hose. Will mir etwas sagen. Was denn? Ich höre dir zu, guter Mann. Was habt ihr mir zu sagen? Alles sehr geheimnisvoll. Können wir hier durchlaufen? Nein, wir können nicht rauslaufen. Bin ich hier gefangen in dieser Bewusstseinssphäre? Nein, ich kann hier vorne wieder raus. Das ist echt heftig. Ich kann nur sagen, heftig, heftig, heftig. Wir bewegen uns mal wieder raus. Alles sehr obskur. Im Chat wird gefragt, wie kommt man rein in diese Kameraperspektive? Durch Ivys Errungenschaft, für die sie den Nobelpreis in Stockholm bekommen wird, wenn wir sie alle nominieren. Also es ist keine Sache von Cheatcodes oder Shortcuts. Im Chat wird irgendwas behauptet mit Steuerung, Shift und R-Taste. Das halte ich für ein Gerücht. Wesentlich wahrscheinlicher finde ich, dass es hier eine wahnsinnige Errungenschaft von Ivy ist. Eine Zeitung kommt rein. Glück und Licht, so ist es. Glück ich möchte dich noch mal dran erinnern. Ich möchte dich noch mal dran erinnern. Das hatten wir vorhin vergessen zu erwähnen. Der Zeitungsredakteur ist natürlich unser lieber Michael Doll und er macht das immer recht gut. Danke, Michael. Glück und Licht hat er uns zugewiesen. Ein Nicht-Angriffspakt wurde abgeschlossen. Internationale Diplomatie läuft. Geteilte Freude. Irgendwo kaufen und verkaufen Leute Anteile. Das geht uns einen feuchten Kehricht an. Wir veröffentlichen das so, wie es ist. Ich bin nicht unzufrieden. Ich bin auch nicht wirklich zufrieden, aber es gibt nur Aufstände, wenn wir ständig zensieren. Wir wirtschaften weiterhin ein solides Plus von 6,6, das ständig sinkt. Wir tun so, als wäre das eine Fake News. Und wollen jetzt mal ernsthaft weiterspielen, Ivy. Ernsthaft weiterspielen. Ja. Wir hatten in der Ende der letzten Folge der Aufzeichnung gesprochen über das Thema Glühbirnen. Auszeichnung bestanden. Glühbirnen, ein Grundbedürfnis. Die Menschen brauchen was zu futtern. Sie brauchen Brot, sie brauchen Gemüse, sie brauchen Obst, sie brauchen Kleidung. Und sie brauchen YouTube-Videos und Streams und Glühbirnen. Und 300 Milliarden Glühbirnen pro Raum.
ganz genau. Das sind noch keine energiesparende Glühbirnen, das sind so die echten, die das warme Licht und die warme Abwärme liefern. Und um die herzustellen, schaue ich mir mal an, was man dafür braucht, bevor es du mir runterrasselst. Die gibt es hier und die brauchen Folgendes. Erstmal ist die Frage, wie viele brauchen wir? Wie viele Glühbirnenfabriken? Brauchen die Strom? Müssen wir die in der Nähe unseres Kraftwerks bauen, Ivy? Nein. Nein. Kein Strom. Würden die effektiver produzieren, wenn wir sie in der Nähe des Kraftwerks bauen würden? Ja, also wir brauchen genau 0,7 Glühbirnenfabriken, also eine. Die produziert ohne Strom, ohne alles, ganz normal, volle Auslastung, 100% und verbraucht dann auch die 100% Grundwaren. Wenn wir jetzt eine Glühbirnenfabrik neben ein Kraftwerk setzen, produziert sie 200%, einer für zwei also, braucht dann aber auch die doppelte Menge Grundwaren. Das brauchen wir nicht. Das geht nicht. Also weg mit, dann bauen wir die sogar mit Absicht da, wo das Kraftwerk nicht ist, weil sonst verbrauchen wir das gute Glas, was wir dann woanders nachbauen müssten und Quarzgruben und Kohleminen und Glühbirnenfabriken. Genau, ich würde vorschlagen, wir machen das folgendermaßen. Das wäre mein Vorschlag. Wir setzen die erstmal ohne Strom auf 100% und wenn wir später wirklich mal eine zweite brauchen, versetzen wir sie einfach neben das Kraftwerk. Genialer Plan. Das ist ein richtig guter Plan, ernsthaft. Also die Glühfadenfabrik, ich lese immer Glühladenfabrik, brauchen wir für die Glühbirnenfabrik im Verhältnis 1:1. Die Glühfadenfabrik braucht ebenfalls keine Elektrizität, die wäre nur optional. Elektrizität braucht die, das ist doch eine falsche Übersetzung, oder? Electricity im Englischen, das muss doch auf Deutsch Strom heißen, weil Elektrizität ist wie Magnetismus einfach ein Naturphänomen, aber das ist keine Ressource. Das ist also keine gute Übersetzung, das müsste Strom heißen, ganz im Ernst. Strom, nicht Elektrizität. Ja. Elektrizität. Habe ich auch schon bemerkt, ja. Ein Gewitter ist ein Naturphänomen, so wie Elektrizität oder ein Sonnenuntergang, aber das ist nicht keine Ressource. Und dann bräuchte man noch eine Glashütte, eine halbe. Das heißt, da können wir auch vielleicht an die andere Produktion uns anzapfen, weil wir verbrauchen wir haben ja die Fensterfabriken im Augenblick stillgelegt, die Fensterproduktion, weil wir davon zu viele haben. Das heißt, wir zapfen einfach die Glashütte an. Kohleminen, Quarzgruben, ja, das reicht doch alles aus. Wir gehen mal rüber zu unserer... Wo haben wir die denn? Hier hinten, an das Ufer hier. Da stehen die Fabriken. Da stehen die Fensterfabriken. Hier ist ein Lagerhaus, ein Magazin. Hier steht die Glashütte. Die Glashütte läuft. Die Kohlemine. Hier sind Eisenminen. Wir haben noch gar keine Kohlemine hier angeschlossen, oder? Steinkohlevorkommen. Wir gucken mal, was wir auf Vorrat haben. Weil wir haben ja so viel stillgelegt auch im Augenblick. Wir haben Glas in Unmengen. Also ich glaube, du brauchst gar nicht... Also ich glaube, du hast keine Kohlemine. Was reicht ja, wenn du einfach auf den Button klickst, über der Minikarte einfach auf dieses Kohle-Ding draufklicken, dann rutscht da ja automatisch zum Vorkommen und dann siehst du, ob du eine hast oder nicht. Wir haben eine Kohlemine. Wir haben insgesamt kaum Kohle auf Vorrat, so gut wie nichts. Und geringfügig Eisen, das brauchen wir hier allerdings eh nicht. Hier haben wir eine Kohlemine, die läuft auch ganz gut. Mehr aber nicht. Insgesamt ist das alles ein bisschen dürftig. Wir könnten noch woanders Kohle anschließen. Oder wir bauen noch eine Kohlerei. Eine Kohlemine produziert alle 15 Sekunden einen Zyklus. Also eine Kohlemine sind gleich zwei Köhler. Okay, da wollte ich drauf hinaus. Das heißt, wir können entweder den Platz hier nutzen für Köhler oder wir sagen, wir holen von einer anderen Stadt aus, bauen wir noch eine Kohlemine hin und holen das Zeugs hier hin. Langfristig machen wir das sowieso. Wir schauen uns mal auf Paprikosa um und stellen fest, hier haben wir zwei Steinkohlevorkommen, die beide nicht erschlossen werden. Wir haben von Paprikosa aus eine Handelsroute, die holt hier bereits Rindfleisch und Paprika ab. Und ich stelle jetzt da mal ein, dass hier auch Kohle abgeholt wird. Von der Karthago aus.
Kohle. Und zwar alles. Und Kohle bitte entladen in Bullstadt. Jetzt checken wir mal, ob wir hier überhaupt Arbeiter haben in Paprikosa für eine Kohlemine, Industriearbeit, und stellen fest, ja, das ist hilfreich. Das hätten wir zuerst machen können, aber man muss ja auch mal bereit sein, etwas Dummes zu machen. Jetzt schauen wir mal bei den Kohleminen, wo wir die hier haben. Kohleminen bitte kommen. Und die sind hier oben, können wir eine hinbauen. Das ist das eine Vorkommen. Das andere ist da hinten. Beide sind eigentlich halbwegs in Reichweite. Hier oben hätten wir, glaube ich, mehr Platz für ein Lagerhaus, weil daneben sind noch andere Vorkommen, die können wir demnächst mal gemeinsam erschließen. Das heißt, wir stellen hier die Kohlemine hin. Zack, Industriearbeiter futsch. Wir schnappen uns ein Lagerhaus. Stellen das direkt davor. So, zwischen diese beiden Minen stellen wir das hin. So. So machen wir das. Dann kommt hier noch eine gepflasterte Straße hin. Die können wir jetzt schon mal ziehen. Dann stellen wir daneben, ihr ahnt es bereits, eine Feuerwehr. Checken mal kurz, was das hier eigentlich ist. Ein Eisenvorkommen. Könnten wir in einem sogar mitnutzen, oder? Was meinst du? Weil wir Stahl, es geht immer mehr in Richtung Industrialisierung. Ich glaube, wir bauen schon mal eine Eisenmine. Wir brauchen viel Stahl später. Mhm. Wir fangen einfach schon mal damit an. Hier in Paprikosa, wenn die eh dicht nebeneinander stehen, das ist doch wie gemalt. Die Frage ist, haben wir genug Platz dafür hier? Genug Arbeiter dafür. Für eine solche Eisenmine, die braucht 50 haben wir. Da ist die Eisenmine. Die steht jetzt direkt hier neben dem Lagerhaus. Das ist ideal. Jetzt ziehen wir noch eine Straße, einen normalen Feldweg runter, hier hin, verlängern dafür diese Ausfallstraße. Die kommt hier hoch und ziehen die hier hin. Und so. Und das sieht aus wie geplant. Reicht. Wir haben zwei Laderampen, die sind auch beide in Betrieb. Die sollten eigentlich für zwei Minen auch reichen. Was anderes wird da nicht hergestellt. So. Jetzt ist die Frage, reicht ein Schiff aus? Oder sollen wir jetzt schon mal damit beginnen, ein zweites auf dieselbe Handelsroute drauf zu packen? Wir betrachten mal die Handelsroute und stellen fest, das sind ohnehin Routen. Ah, wir haben hier einen Schoner. Der Schoner hatte eh nicht drei Plätze. Wir sollten den Schoner, glaube ich, entfernen und stattdessen andere Schiffe schicken. Was haben wir denn hier für andere Schiffe, die wir da drauf einsetzen könnten? Clipper. Die fliegende Ivy. Ivy, wie sieht's aus? Lässt du dich hier einsetzen? Na klar. Die fliegende Ivy sitzt jetzt hier. Die Karthago entferne ich mal hier, unseren Schoner. Und hoffe mal, dass das Schiff, das, was es noch an Bord hat, erstmal in Ruhe auch noch abliefert. Der Clipper hat, glaube ich, 4 Slots, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir laden hier jetzt noch Eisen ein. Und wir entladen hier das Eisen. Und das sollte ja klappen. Die fliegende Ivy ist sehr, sehr fix. Nicht nur die Ivy ist sehr fix, das haben wir schon mitbekommen, sehr temperamentvoll. Sondern der Clipper, der ist auch sehr schnell. Das Schiff, das dir zugewiesen ist, deshalb heißt es auch so. Das sollte eventuell zu Beginn genügen. Wobei, die haben eine Produktionsdauer von 15. Also in Kürze wird uns das Lager volllaufen. Ne? Ich überlege gerade aber, ob das so clever ist, mir ein Schiff zu geben, mit dem ich Paprika transportiere. Ich liebe Paprika. Wir könnten auch Auberginen damit transportieren. Nein, die darf ich doch nicht essen. Oh, das tut mir leid, das hatte ich jetzt gar nicht gewusst. Deshalb, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das niemals gesagt. Wir bekommen Geld von Bente Jorgensen. Irgendeine Belohnung, wir wissen noch nicht welche. Wir nehmen sie natürlich gerne mit. Da war ein Pfeil gerade. Den müssen wir, glaube ich, anscheinend, müssen wir das sogar noch abholen. Bin ich gerade zu faul für. Sag mal, sollen wir wirklich 50 einladen? Kann es sein, dass das Schiff dann voll läuft? Eigentlich, und
eigentlich nur dann, wenn hier in Bullstadt, schade, dass wir nicht mit Doppelklick nach Bullstadt kommen, passieren nur so obskure Dramen wie das, was ich gerade hier fabriziert hat. Das Einzige, was passieren kann, wenn du auf die 50 Tonnen stellst, ist, dass wenn du gar nicht laden könntest, also du hast jetzt als Beispiel 3 Slots mit 50 Tonnen, was weiß ich, Kohle. Das Schiff kann aber nur 100 Tonnen laden. Würde irgendwann die Handelsroute dir mit einem Ausrufezeichen signalisieren, mehr eingestellt, als wir laden können. Wenn du aber nur einen Slot auf 50 Tonnen gestellt hast und du hast keine 50 Tonnen, lädt das Schiff immer nur so viel ein, wie im Lager ist. Da kann gar nichts passieren. Wenn wir das Zeug nicht ausladen können an unserem Zielhafen... Dann sammelt sich das an. An Bord des Schiffes. Ja, aber das ist ja im Prinzip an sich eigentlich wurscht. Dann ist das Schiff halt voll. Da kommt zwar auch eine Meldung. Ja, aber dann können die anderen Sachen nicht mehr abtransportiert werden, nämlich Paprika und Rindfleisch. Doch, das Schiff läuft nicht voll. Nur die eine... Das ist ja eine Slot nur der eine Slot läuft voll. Mehr lädt er nicht, die anderen bleiben für die anderen reserviert. Dann bin ich mal beruhigt, Ivy. So, jetzt läuft das hier alles bestens. Und wir schauen nochmal hier nach. Wir haben uns gerade ein Tiger geschenkt bekommen von Bente, Hochlebe Bente, mit dem wir nichts anfangen können, weil wir ja nur ein Museum haben und kein Zoo. Wenn wir jetzt beide in der Gute-Nacht-Videoreihe wären, dann hätten wir für den Zoo ein Plätzchen. Ich guck mal, was wir haben ja mittlerweile einen Besucher-Kai, wie viele Tiere wir hier haben. Der ist noch nicht mal hier. Wo ist denn der Tiger? Den müssen wir anscheinend sogar noch irgendwo abholen. Noch nicht mal hier. Wo ist der? Der ist vermutlich, wo ist denn Bente? Weißt du auswendig, wo Bente ist? Ich glaube, hier war Bente. Oh, das merke ich mir aber nicht. Wir schauen mal, ob hier ein Schiffchen ist mit ihr, wo wir einen Tiger abholen müssen. Wir müssen einen Tiger abholen. Also hier sehe ich kein Schiffchen. Ist das ihre Hauptstadt? Ich glaube, das war ihre Hauptstadt. Wir haben hier oben... Da ist noch Schmiedelhof. Das sieht aber nicht wie ihre Hauptstadt aus. Die sehe ich also meistens ist es so, dass die Schiffe entweder bei dir vor einer Stadt liegen oder bei ihr. Wenn sie bei ihr nicht liegen, müssten sie rein theoretisch bei dir liegen. Also bei uns sehe ich schon mal kein Schiffchen. Und bei ihr frage ich mich halt, wo ist die Insel? Sie hat 3 große Inseln. Die Insel hat sich erst später geholt, die kann es nicht sein. Es könnte diese hier sein. Hier sehe ich aber nichts. Weil das müsste ja so ein... Goldener Stern müsste ja darüber sein. Und sie hat auch nur einen Hafen, nicht wie wir 2 Hafen. Hier schwimmt was. Hat es rausgeschmissen? Nein, das ist irgendwie ein anderes Treibgut, was da schwimmt. Also ich weiß nicht, wo der Tiger ist, das tut mir herzlich leid. Er ist verschwunden, die hatten ihn wieder mitgenommen. Vielleicht konnte sie sich von ihrem Kätzchen doch nicht trennen. Ja, glaube ich auch. Weil das Kätzchen heißt bestimmt Fugo und sie liebt Fugo. So wird es sein. Man müsste auf die Quests klicken, ja, aber ich glaube nicht, dass es eine Quest war. Wir gucken mal auf die Questliste. Aufgabenbuch ist nicht eingestellt in der Aufgabenliste. Insofern hilft netter Hinweis im Chat, danke an Seruel, aber das hilft uns jetzt nicht weiter. Also ist egal, ist jetzt irgendwie futsch. Wir waren noch beschäftigt bei der Diskussion über Eisen und über Kohle. Werfen mal einen Blick in eines unserer Kontore rein. Das ist der Besucher-Kai. Schaut mal, wie viele Leute im Augenblick kommen. 218 Menschen kommen und bringen uns 785 Goldmünzen jede Runde. Wow, das ist aber viel. Trotzdem ist unsere Bilanz gerade abgesoffen auf nur noch 3000. Da reicht immer noch irgendwas nicht. Ich muss mal gucken, warum. Wo geht's dann runter? Bei welcher Bevölkerung? Ich sehe es ja jetzt nicht. Jetzt geht's ja wieder hoch. Bei den Bauern. Ich guck mal bei den Konsumgütern überall, ob uns irgendwo was fehlt. Drück auf den Marktplatz. Ah, gute Idee. Rum, schon wieder. Naja, ich sage mal, jetzt, du bist im Konto, aber drück mal auf einen Marktplatz. Da bin ich gerade. Du siehst das ja 30 Sekunden später. Ach so, okay. Bin gerade schon im Marktplatz. Also falls der Chat denkt... Dann hab ich gar nichts gesagt. Ja. Was hast du nicht gesagt? Keine Ahnung. Also ich weiß es auch nicht. Also ich bin im Marktplatz und wir haben immer noch ein Rumproblem. Sollten wir das immer noch haben? Wir haben doch so viel für... Wir sind doch so viel rumgekugelt hier auf der Karte. Schiffe kontrollieren. Dann reichen die 150 Tonnen nicht. Unfassbar.
Das ist unsere Route hier, die Goldrum-Route von Bultopia, die 3 Schiffchen hat. Wir hatten das Problem, dass wir die Schiffe inspiziert hatten. Wo sind die Schiffe? Daniel Junior hat 9 Rum an Bord. Das ist wenig. Da eins haben wir schon mal gefunden jetzt. Dann gucken wir noch, ob wir die Salatia finden. Die hat 50, die hat 63 Rum an Bord. Das ist gut. Und dann haben wir noch den Eisvogel. Und der hat 500 Rum an Bord. Die kommen gerade alle an. Also in Kürze kommen über 200 Rum hier an. Mehr, als wir eventuell fassen können im Lager. Alles gut. Alles 250 gut. Kannst du fassen. Naja, alles gut, passiert gleich. Das so. Passiert in meinem Stand aber auch. Das kann man fast nie verhindern, dass man so 1-2 Minuten, dass man kurz und dann geht das wieder hoch. Das ist auch nicht schlimm. Dann bin ich beruhigt. Also, Rumproblem gelöst, glühbirnen Produktion, das war das Thema von eben. Kohle und Eisen kommen. Und die Glühbirnenfabrik haben wir noch nicht selber, die haben wir noch nicht gebaut, darum wollen wir uns jetzt mal kümmern. Wir haben die Glashütte. Ich schmeiß mal die Glashütte hier an. Das ist die Fensterfabrik. Die Glashüttenproduktion läuft. Glasproduktion läuft die ganze Zeit. Und die Quarzgrube läuft auch die ganze Zeit. Im Lager haben wir inselweit 96 Quarzsand. Und, lass mich nicht lügen, 132 Glas. Wir können also durchaus, solange die Fensterfabrik auch noch pausiert und kein Glas verbraucht, ruhig mal, ohne dass wir eine Glashütte nachbauen müssten, eine Glühbirnenfabrik hinsetzen. Die Frage ist, wo? Wo setzen wir die hin? Hier haben wir, also ich würde sagen, hier im Industriegebiet, wo auch alles andere steht. Nein, da wo wir... das mit dem Kraftwerk. Wir wollten es ja noch nicht ans Kraftwerk hinstellen. Wir können es da unten schon mal hinstellen. Also und dann dass wir es aber so knapp außerhalb der Reichweite des Kraftwerks. Wir wollten ja erstmal das Teil nicht boosten. Reicht bis hierhin, reicht das Kraftwerk. Schaut mal, bis hierhin. Dann stelle ich die Glashütte hier hin. Und zwar da kann ich aber noch, da kann ich noch einen kleinen Hinweis geben. Das haben viele haben das noch nicht gemerkt. Bei den Kraftwerken ist es so, desto mehr im Einflussbereich ist, desto ein bisschen kleiner wird auch der Effekt des Kraftwerkes. Das heißt, wenn ihr, was weiß ich, ganz viele Investoren drin oder ganz viele Ingenieure drin habt, kann das sein, dass der Bereich etwas größer ist, als wenn ihr später Investoren habt. Weil desto höher die Häuserdichte ist um das Kraftwerk, desto weniger kann es auch versorgen. Aber das ist recht minimal. Also ihr müsst da genau gucken. Da kann es auch mal gut passieren, dass ein Haus versorgt wurde und ihr steigt auf und dann wird das Haus nicht mehr versorgt. Sehr interessant. Das ist aber wirklich, das ist so minimal, dass es viele gar nicht sehen. Jetzt würde ich ja gerne eine der Fabriken hinstellen, aber wir haben ja, hier ist nämlich ein dickes Lagerhaus, aber wir haben keinen Platz dafür. Mal gucken, ob ich da nicht irgendwie tricksen kann. Wenn ich das umdrehe. Ja, ich glaube, ich könnte tricksen, wenn ich das Lagerhaus woanders hinstelle, aber aber auch die Glühbirnenfabrik braucht auch richtig Platz, also das können wir ja schon mal abschminken. Wenn wir die hier links hinstellen würden, Achtung, ja, die bekommt hier Strom, leider doch. Dann stellen wir die ganz woanders hin. Dann stellen wir die hier hin. Natürlich ist doch Platz in rauen Mengen. Neben der Kohlemine, die hier außerdem noch steht. Das ist doch perfekt. Genau hier kommt das Teil hin. Das heißt, hier kommt die Glühfadenfabrik hin. Genau, die stellen wir hier hin. Perfekt, das sieht da aus wie Absicht. Und hier stellen wir die Glühbirnenfabrik hin. Wir machen das noch schicker. Wir stellen die sogar auf die andere Seite. Hier kommt die Feuerwehr hin. Und hier kommt die Glühbirnenfabrik hin. Die drehen wir aber einmal um die eigene Achse, damit die hübscher ist. So. Wieso machen wir das? Alles auf engstem Raum. Perfekt. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist die Quarzgrube. Aber das Quarz... Der Quarzsand kommt dann hier aus dem Lagerhaus. Lagerhaus hat 2 Slots. Zu viele Transporter. Rüsten wir einmal aus. Zack. Alles gut. Ich glaube, das haben wir gut hinbekommen. Alles bestens. Die Menschen lassen sie hochleben. Ein Stadtfest in schwarzes Gold. Wir werden doch bejubelt. Auch wie hübsch.
Schaut euch das mal an. Das sieht ja allerliebst aus. Wie spannend, guckt mal. Nein, hier werden die Glühfäden hergestellt. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie Glühfäden heutzutage oder damals hergestellt wurden. Heutzutage vielleicht gar nicht mehr, weil das ja überlebte Technologie ist. Aber schaut euch das mal an. Das sieht total hübsch aus. Im Chat bitte nicht in Großbuchstaben posten. Das ist nicht üblich, dass wir uns gegenseitig anschreien. Das ist nicht nötig. So wurden damals Glühfäden anscheinend produziert. Sollen wir uns das mal aus der Nähe anschauen? Ich denke das ja. Wir schauen uns das mal aus der Nähe an. Ich gehe mal ganz dicht ran. Und ich komme da überhaupt rüber. Ach, schaut mal. Ich gehe mal hinten rum gucken. Ich schaue mal, dass wir einen besonders guten Blick bekommen. Von der anderen Seite aus vielleicht noch eher. Ich laufe einmal hinten rum. Ganz schnell, ich sprinte. Können wir hier drüber gucken, über die Mauer? Ja, es geht so. Oh, hinten kann man doch besser gucken, da war keine Mauer. Ich könnte mal springen. Ja, sollen wir mal gucken? Aha, jetzt würde ich gerne noch in der Luft stehen bleiben. Hier kann man doch, hier konnten wir, da wo wir eben gestartet sind, konnten wir am besten gucken. Eine Krankheit. Und hier komme ich nicht weiter. Enter drücken, dann fliegst du höher. Mit Enter? Ja. Tatsächlich. Aber ich sack immer wieder runter. Nein! Das wollte ich nicht! Die Fabrik brennt! Feuerio! Feuerio! Das war ich nicht! Das war irgendjemand anders! Das war der Praktikant! Ah, Mist! Hätte ich bloß der Warnung der Industrie- und Handelskammer gefolgt und mir keine Praktikanten als YouTuber und Streamer geholt, soll man nie machen. Praktikanten sorgen nur für Chaos, die sind in anderen Berufszweigen besser geeignet. Die Glühfadenfabrik oder die Glühfadenproduktion, die hatte ernste Probleme. Ich stoppe mal ganz schnell die Aufzeichnung auf YouTube, hol meinen Feuerlöscher, sorge dafür, dass alles wieder gut läuft. Wir sehen uns bald wieder. Unfassbar.